Yo, this is some mad satire, bro. I was expecting to be laughing, but instead I'm just here like getting worried. I'm getting worried. Zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Oh, I get this now. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy again, Shady Shady, the very one and the only, the very, very one and the only. Ich bin Shady Shady, the Enziger. Alright guys, this is me. We are very back again guys. So I've been checking out a lot of German humor, okay, because people say Germans have got no humor at all. Okay, so I started checking out German humor and to my greatest surprise, Germans do have humor. Yeah, it's different though, very different, very direct, very in your face. Sometimes you have to think about it, but still, it's humor. A lot of them made me laugh. Okay, I laughed my heart out. I know, but you guys have got this German satire again that's very hard hitting, that's very boom, dry, slap, slick, pop in your face. Ooh, interesting. Anyway, guys, I got criticized. Okay, I got criticized. Okay, I got criticized. I was told that I talk too fast, so I'm gonna talk slow. Lay. Okay. I'm just gonna reduce the speed and let's see how well I do. Anyway, that's it too much, guys. We're gonna check out Volker Pispers, History of USA and Terrorism, part 1 of 5. You guys said to me, check out Volker Pispers. You guys said to me, yo Shady, you're checking out Hilti Show and you think the Hilti Show is crazy and sick. Check out Volker Pispers. So that's it too much. I'm gonna check out Volker Pispers. I'm gonna check him out, guys. Okay, let's see. Has he got humor? Guys, okay? And if the humor flies over my head, pardon me, guys, alright? Pardon me. I'm new to German humor, even though I've been on it for like 3 weeks. I'm still kind of new. Anyway, let's go straight to action. But before we start, make sure you smash that like button, subscribe, give me some love, and let's get this started. 100,000 subscribers, here we come. Let's go. First of all, I'm just gonna smash subscribe on this channel, okay? Smash like as well. Okay, let's go. Sie haben sich ja alle an die neue Zeitrechnung gewöhnt. Früher sagten wir ja vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins Kollektiv. Wait. Before we say before the birth of Christ, after the birth of Christ, now we go before the attacks and after the attacks. Terrorism. 9/11. Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Who? Ein Dienstag war das, der 11. September 1973. Huh? Ja, es war auch ein Dienstag. September 11, 1973. What happened September 11, 1973? The Chilean coup d'état. Is that what happened? Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende, der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Okay. Wait. So back then, the terrorist king was Henry Kissinger. Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. His ego. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten. Oh, they're talking about human rights when America were the one that terrorized Chile in 1973, September 11th. Okay, makes sense. So I see terrorism is something the CIA are into. That is his allegation. Faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sagen.
Aber ich spüre ja auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht groß. Don't slide into superficial anti-Americanism, but he said, his is not superficial, mate. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Ah, now he's attacking Bavaria. Because Bavarians, they say, they feel like they are too good for the other Germans. That's what someone said to me. Is that true? Is that true? They feel like they're in a class of their own. They feel like they're untouchable. Is that so, though? Guys, please let me know about Bavarians, okay? Die Gemütsverfassung des Durchschnittsamerikaners jedenfalls ist mit naiv sehr wohlwollend umschrieben. No way. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. True. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt: Wir sind die Guten. That is so true. In all the movies, America always saves the world. In every movie, America goes to Africa, save the world. America goes to Germany, save the world. America goes to London, to the UK, save the world. America even goes to America, save the world. Das ist eine sehr schöne Sache. Denn es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Okay. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten. Die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus. Zum Beispiel auch damals in Persien, heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlavi, so lange aufgerüstet, bis der über die viert- oder fünftgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Oh, so America, we're using them against communism. I see. Die Armee finanzieren zu können, hat der Schah von Persien in guter amerikanischer Menschenrechtstradition seine eigene Bevölkerung derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden? Okay, I didn't get this deal. Gerald Schröder. Who's that? So Gerald Schröder, Gerald Fritz, cut Gerald Schröder, is a German gas lobbyist and former politician who served as the Chancellor of Germany from 1998 to 2005. From 1999 to 2004, he was also the leader of the Social Democratic Party of Germany. Okay. As Chancellor, he led a coalition government of the SPD and Alliance 90, the Greens. Okay. Bleib mal realistisch, die verzweifelnde Deutsche war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. Okay. Ah. Oh, back to the Iranian version. Okay, back to the Iranian one, the original one. So, this General Schröder guy is the German one. Hat funktioniert. Sie können aber Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert. Da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen 1 Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr im Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt doch. Ja komm, dann schießt doch. Wie viel wollt ihr jetzt noch erschießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schah von Persien musste fliehen. Are you serious? Did that actually really happen? They were just coming saying, yeah, keep on shooting, keep on shooting, keep on shooting, keep on shooting, keep on shooting. How many are going to kill? And the soldiers were like, ah, you know what? Now we can't anymore. Is it? What a peaceful way. Not peaceful because blood was shed, but that's crazy, man. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Farah Diba und der Paköfferche vor Kohle. Ab nach Ägypten, später zu den Kumpels in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. Saddam Hussein. So viel zum Thema.
Wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Hey, ist keine Angela Merkel Diktator. Yo, okay, now I see he's aiming, like even for Germany, he's aiming there because like the shots he's just fired on America and Iran, mad. Angela Merkel zitiere ich hier am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Aha. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. Okay. Angela Merkel zitiere ich hier am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Oh, I get this now. Cutting up by the letter. So cutting up by the thing she says. So like the thing she says. Is that what he means? That is insulting. Okay, like just cutting it is enough to insult her without actually trying to insult her. Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, ich habe in einer Diktatur gelebt. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Who's Honecker? Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit ein bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Oh, ist Merkel that bad, bro? Taking shots at Merkel, yeah? Angela. Ja, die no. Merkel sagt inhaltlich nicht viel. Aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können Sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Yo, this guy literally just aimed for Angela Merkel. He's Prime Minister. Khomeini hat den Schah von Persien vertrieben. Die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Okay. Ein Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. Oh, the American Catholics were the ones that were using the Muslims to fight. And then, hey, okay, this is making a lot of sense as to what is happening in the Middle East. This is making a lot of sense because a lot of Muslims that I know have been saying something to me. I'm like, yeah? This makes a lot of sense. Der Iran wurde damals quasi über Nacht, 1979, wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslage. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Da haben die Amerikaner gesagt, wer kann das für uns machen? Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Like a young man. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam? Saddam Hussein. I knew it. I knew I was going to say Saddam Hussein. You're telling me the Americans use Saddam Hussein? Whoa. Ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten nicht weiter auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen Gottesstaat. Und die Ölquellen, die du erobern kannst im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung, da drückt man Augen zu, wenn du die Grenze begrabst. Der Hussein war sofort einverstanden, denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Bush das Christentum. Okay. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun, da geht's um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. Yo, this is crazy, bro. This is some madness, bro. Is Volker Pispers still alive? Let's check if he's still alive. Volker Pispers. Let's see. Volker Pispers is he still alive? Let's see. Yes, active. Okay, it doesn't say he died. Okay, Volker Pispers is not dead. He's alive. This guy has balls, bro. He has balls of steel. I know why he has balls of steel. Because nobody dares invade Germany. Okay, I mean, after World War II, Germany, they lost all the army. But still, man, balls of steel to be talking like this, bruv.
Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Oh. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Okay. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Er hat den Iran überfallen. Ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. I said the stupid Iranians defending themselves. What else should they do? They've got to defend themselves, isn't it? Die Sache zog sich hin. 8 Jahre lang. That's a Gulf War. 8 Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. We were neutral. We supported both sides. We were like, you guys want to fight? Okay, go. Take. Go fight. We are not supporting any of you. We're not supporting any of you, but we are supplying both of you. Yo, that's a madness. This is a punch on Germany as well. Ja, sind die Arbeitsplätze, ne? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Ja. Nach 8 Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht. Wait, never again will there be a war fought without Germany upon making fun of pacifist slogans. Basically, Germany are like, okay, we are banned from fighting. We are not going to fight, but we are going to be involved passively. We are going to be watching, eating popcorn. Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Ja. Nach 8 Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen. Meine eigenen Verluste sind so groß, er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja 8 Jahre lang beschäftigt gewesen. 1 Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht. Und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja, wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. Da hat er ein bisschen rumgepumpt und 2 Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait. Da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, zum Mitschreiben. Hulala. Yo. This is some craziness, bro. All of these things saying, is it true? I mean, when all of this has happened, man didn't have, I didn't have the knowledge of all of this. Yo. This is some mad satire, bro. I was expecting to be laughing, but instead I'm just here, like, getting worried. I'm getting worried. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuwait besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste ja nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anders gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einmal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Kuwait ist genauso eine Diktatur wie all die Länder da unten. Oh my days. Yo. I was meant to be laughing at this. This is some deep stuff. This is some lecture. I feel like I was just having some history lecture. In a way that's meant to be funny, but I'm actually sweaty. It's getting me sweating, a bit worried, bro. This is crazy, bro. I was watching the Hute show, and I was like, Hute show is satire. I said, oh, they're punching the UK. But this, I don't know what to call this, bro. This is more than below the belt punch, you know? This is more than roast. This is not even roasting. This is more than criticism. This is, I don't know. What should we call these guys? Let me know what to call this in the comment section, because I don't know what to call what Volker Pispas is doing. This is brutal, straight in your face, direct. Well, I checked and he's still alive and kicking, 64 years old. So I guess he got away with it. Yeah, but yo, this is some madness, bro. Woo, woo, sweaty time.
Anyway, very interesting. Now I see. So the terrorism basically is saying started with America. It's America that started it. They put the grease in the wheels and wheeled it up. Madness, bro. Wow. Well, guys, if you want more, do let me know. But it's crazy, man. That's all I can say. Wow. Peace out. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines my way. You are me.